Hallo, ihr lieben Mäuse da draußen. Juhu! Herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Dark Project, der Meisterdieb. Und wir sind hier in der Mission Mörder und sind anscheinend gerade in so eine Art Laden. Schon am Anfang, wo wir uns ein bisschen bedienen können anscheinend. Der Schuss war für mich bestimmt. Geile ja, Scheiße. Doch. Das war ganz bestimmt Garrett im Fenster. Der ist tot. Lass uns zurückgehen. Wer mich ihn umbringen lassen will, die Kerle werden mich direkt zu ihrem Auftraggeber führen, wenn ich sie unbemerkt verfolgen kann. Fein. Jetzt lang hier. Okay. Die müssen wir anscheinend verfolgen. Wir haben das Ganze hier an uns genommen, was dieser Typ da für uns sagen lassen hat, der Händler. Mehr. Nein, ist auch nichts. Ich dachte, ich hätte nicht über etwas gehört. War wohl nur der Wind. Durchaus. So, wir müssen uns da wieder vorbeischleichen. Hallo, werte Dame. Da ist nix. Geh weiter. Genau. Perfekt. So. So, wir bleiben immer natürlich im Schatten. Das ist ganz klar. Jetzt sieht uns keiner. Drehen sich immer wieder um. So. Gucken wir mal. So. Perfekt. Weiter geht's. Scheiße. Ja. Genau das wollte ich eigentlich nicht. Eigentlich habe ich mir gedacht, ich bin im Schatten. Dann habe ich erst gesehen, scheiße, ich bin immer noch zu sehen. Wollte dann wieder zurück und dann hat er mich schon erwischt gehabt. Schade. Na gut, versuchen wir es nochmal. Fortfahren nochmal. So. Dietriche haben wir. Heiltrank nehmen wir einen mit. Wasserpfeile nehmen wir 6 Stück mit. Feuerpfeile brauchen wir nicht. 10 Breitkopfpfeile und das war's. Der Schuss war für mich bestimmt. Ja doch, das war ganz bestimmt Garrett im Fenster. Der ist tot. Lass uns zurückgehen. Wer mich ihn umbringen lassen will, die Kerle werden mich direkt zu ihrem Auftraggeber führen, wenn ich sie unbemerkt verfolgen kann. Nichts mehr. So. Okay, ich werde so zwischendurch immer wieder mal abspeichern. Das ist leider immer mein Problem. Ich vergesse immer wieder abzuspeichern. Weil ich mir immer denke, naja, das schaffst du schon und bla bla bla. Ne? Und dann, wenn es mal schief geht, dann denkt man sich erst recht, na, ich sollte wirklich abspeichern. Das ist leider immer so. So. Okay. Wieso man mich vorher immer noch gesehen hat, frage ich mich, obwohl ich eigentlich im Dunkeln war. So.
Ja. Ah, lustig. Ah. Dankeschön. Ja, das klappt ja nicht so gut. Ich glaube, ich habe damals da auch immer wieder Probleme gehabt. Obwohl das eigentlich total leicht ist. Aber irgendwie will es oft nicht, so wie ich will. Und das ist genau das. So. Okay, sparen wir uns jetzt ein bisschen Geld, weil im Grunde da haben wir sowieso ein bisschen, Ja doch, das war ganz bestimmt Garrett im Fenster. Der ist tot. Lass uns zurückgehen. Wenn ich verloren bringe, die Kerle werden mich direkt zu ihrem Auftraggeber führen. Wenn ich sie unbemerkt verfolgen kann. So, okay. Ich speichere hier mal schon mal ab. So. Also, jetzt soll es aber funktionieren. Normalerweise. Alle guten Dinge sind drei. Beim dritten Mal klappt's. So. Speichere ich wieder ab. So, der mich sehen konnte, obwohl ich im Dunkeln war, verstehe ich echt nicht. Das ist wie ein Rätsel. Okay, die gehen jetzt hier in die andere Richtung. Vorher sind die rechts gegangen, beim ersten Mal. Schauen, dass ich hier keinen Lärm mache. So. Halt! Folgt uns da jemand? Nichts mehr. So. Was sind denn die jetzt? Weiß es da nicht, wo die hin sind. Schau ich hier lang. Ja, genau. Hier sind sie. So. Ich speichere hier wieder ab. Okay, gut. Die haben uns nicht gesehen. Das ist gut so. Speichern wir hier nochmal ab. So. Das sind also Ramirez Jungs. Wird Zeit für ein Wörtchen mit Meister Ramirez. Perfekt. So, jetzt sind die also da drin. Yorick sagt, die Amariten werden Crankstaff bald schließen. Der Fall wird dich. Wow. Wo sollen die armen Schweine denn hin, die sie einkerkern? Keine Ahnung. Vielleicht werfen sie in einen Brunnen oder so. Jedenfalls haben sie nicht mehr genug Leute.
Irgendwie traurig. Die waren früher so mächtig und jetzt ist es nur ein Haufen alter Männer, die von früher träumen. Oh Mann, ich glaub, das war wohl nichts. Hallo? Irgendjemand da? Ich glaube nicht. Okay. Ja, ich glaube, ich darf hier kein Aufsehen erregen, soweit ich das weiß. Hey, ich glaube, ich habe da was gehört. Es ist wieder alles ruhig. Na gut. Wirklich? Fast eine falsche Bewegung und ich mach Hackfleisch aus dir. Was? Scheiße. Ich denk mir gerade, Alter, von wo kommt das? Dabei ist da ein Soldat, der... Eieiei. Okay, das wollte ich jetzt nicht. Da muss ich jetzt nochmal neu laden. Tut mir leid. Das ist mir echt jetzt ein bisschen. Das ist ein bisschen blöd gelaufen. So. Ja, wenn wir dann dort sind, dann werden wir wahrscheinlich die Folge sowieso beenden müssen. Aber ja. Für ein Wörtchen mit Meister Ramirez. So, hier speichern wir wieder ab. Perfekt. So. Okay. Gut, Leute, an dieser Stelle beende ich mal die Folge. Tut mir leid, dass sich der Weg dorthin ein bisschen in die Länge gezogen hat, weil es zweimal nicht funktioniert hat. Aber so wie ich gesagt habe, beim dritten Mal klappt's. Und ja, von da an würde ich sagen, ich beende hier die Folge und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bye, bye.